Erzähl mal, was machen wir morgen? Bist du ready für den Nachtdienst? So, jetzt geht's ans Toilettenladen. So, fangen wir an. Und Lea ist fleißig dabei. Die Verbandsfilm hier aufgefüllt. Hello and welcome to a new vlog. Leute, es ist Samstag, 14.40 Uhr. Ich bin gestern zurück aus München gekommen und hatte einen Nachtdienst jetzt schon. Und heute nehme ich euch mit. Gestern war ich noch zu tot, um irgendwas zu machen. Aber heute nehme ich euch mit durch meinen Tag und ich freue mich. Ich habe eine Auszubildende an meiner Seite. Wir haben uns gestern schon ein bisschen zusammen eingegroovt. Das mache ich eigentlich nie, aber die hat bei uns Examen gemacht und so. Also ihr kennt es jetzt schon ein bisschen länger. Ja, genau. Und ich mache mich jetzt fertig. Um 15.20 Uhr, glaube ich, also in 40 Minuten muss ich fertig sein. Ich drehe nämlich heute noch eine Kampagne und wollte heute auch noch ein bisschen Content produzieren. Ich bin leider nur mit ziemlich dollen Kopfschmerzen aufgewacht. Und dann mache ich mich langsam fertig. So, ich habe mich jetzt gerade ready gemacht und sehe wieder einigermaßen aus wie ein lebender Mensch. Leute, ich finde das so komisch. Meine Haare haben sich in den letzten Jahren so verändert. Ich habe meine Haare gestern, nee, heute Morgen nach dem Dienst war ich duschen, habe meine Haare noch gewaschen und bin mit nassen Haaren ins Bett. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht gut. Aber wenn ich dann immer aufwache, dann habe ich so richtige Löckchen. Richtig komisch. Dabei bin ich eigentlich ein Mensch gewesen. Ich habe immer, also es ist seit ungefähr 2 Jahren so, dass ich immer mal wieder Löckchen kriege. Auch wenn es irgendwie so eine hohe Luftfeuchtigkeit irgendwo ist. Aber es ist auch richtig komisch. Na, ich bin jetzt auf jeden Fall ready. Ich trinke jetzt gerade noch meinen Daily Gut. Ich habe letztens einen Tag kein Daily Gut getrunken und ich sage euch, Leute, war keine gute Idee. Aber ich habe es leider nicht mehr dabei gehabt. Ja, so. Jetzt warte ich hier nur noch, bis ich los kann. Tasche habe ich gepackt, Kasak habe ich eingepackt und jetzt drehe ich gleich die Kampagne. Ist einfach so eine coole Kampagne, Leute. Ich sag euch, ich kann euch mal zeigen, worum es geht. Ich bin so dankbar dafür und es ist, also meine Kooperationspartner, die ich habe, ich liebe es so, so sehr. Und es ist jetzt halt auch einfach eine Sache gewesen, die man sich so über Jahre aufgebaut hat. Und ich habe einfach eine Kampagne mit Octinizept. Die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, ihr wisst, wovon ich rede. Ich finde es einfach super cool, wenn man Produkte von sich aus schon super lange nutzt. Also Octinizept nutzen wir zum Beispiel auch im Krankenhaus, aber ich habe es auch zu Hause, meine Geschwister haben es zu Hause. So, das ist halt so ein, weiß ich nicht. Und ich finde es einfach mega, mega cool, wenn man Produkte schon super lange nutzt und dann Marken auf einen zukommen und halt sagen so, hey. Und ja, genau. Cheers, ich trinke jetzt noch mein Daily Gap, dann geht's los. So, Vincent und ich, wir sind jetzt zusammen in der Praxis. Wir wollen nämlich ein paar Sachen abdrehen, aber was ist gerade passiert? Wir sind die Rettungsschwester. Einfach mit Rufdienst. Wirklich, wir sind gerade erst angekommen. Aber wir drehen jetzt trotzdem noch. Eigentlich haben wir noch 10 Minuten. Aber besser 10 Minuten als keine Minuten. Besser 10 Minuten als gar keine Minuten. Naja, aber es ist einfach so, so schön hier. Und Leute, ich sag euch, dieses Studio, das ist einfach den perfekten Berliner Sitz. Schaut euch das mal an. Das ist einfach direkt an der Rosi. Das ist sowas von cool. Ich habe jetzt einfach erstmal Frühstück bestellt. Mit vollem Mund spricht man nicht und ich weiß immer wieder rein, während ich so Essvideos mache hier. Und Kaffee. Ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, deswegen tut mir glaube ich Kaffee ganz gut. Lieben wir. Ich gehe jetzt zur Arbeit und Leute, es schüttet draußen. Ich muss diesen ganzen Weg vom Parkhaus zurücklaufen. Also in die Klinik. Ja, ich bin eventuell nass geworden. Wisst ihr, was richtig cool ist? Wir sind 3 Leute heute einfach im Nachtdienst. Eine Auszubildende und ich und eine Kollegin. Und das heißt, wir können uns heute richtig gut aufteilen und richtig gut durchziehen. Ich mache jetzt hier gerade die ganzen Antibiosen ready. Das sind die schon mal für morgen. Da sitzt zwar noch nichts drin. Und dann räume ich das hier alles ein. Und Lea ist fleißig dabei. Wo ist sie? Sie ist schon fast weg. Die Verbandsfilm hier aufzufüllen. Leute, ich sag euch, das ist immer richtig viel, was wir da drin haben. Aber es ist alles Wichtigste drin. Hast du den schon gemacht? Ja. Nee. Noch. Noch. Offensichtlich noch nicht. Hör mal. So, jetzt fülle ich hier noch die ganzen Antibiosen auf. Und alles, was hier so drin ist. Cheers. Cheers. Okay, Lea, was haben wir alles gemacht in unserem ersten Rundgang? Wir haben einmal Infusion angehangen und abgehangen. Mhm. 2 Flexionen gelegen, die leider paraliefen. Eine du, eine ich. Ja. Und wir haben beide super gut getroffen. Sehr gut. Handschlag dafür.
Lief gut bis jetzt. So, jetzt geht's ans Tablettenraten. So, fangen wir an. Rivamin ist drin. Tilidin ist auch drin. Mhm. Spironolacton ist die große da. Perfekt, dann können wir alle abhaken. Tablettenraten. Ich lieb's. Wir müssen nämlich unsere Tablette Nummer 1 sind abhaken. Also man stellt praktisch eine und dann, jetzt kontrollieren wir sie nochmal, aber da muss man immer so als gestellt eintragen, wenn man sie dann gegeben hat, muss man einmal abklicken, dass man sie gegeben hat. Wie viel? Also 9 drin. Der wurde 20. 7. Yes. Alexia 150 mit 15. 15, ja. Okay. Perfekt! Wir haben jetzt gerade so ein richtig leckeres HelloFresh-Essen gemacht. Es ist zwar nicht ganz so gut, wie wenn man es zu Hause kocht, aber schaut es euch an. Jetzt wird erstmal Pause gemacht. Guten. So, ich bin jetzt gerade wieder vom Nachtdienst nach Hause gekommen und ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar haben wir momentan eine Patientin, die hatte vor 2 Jahren einen Autounfall. Und ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber als ich dann in ihr Zimmer gegangen bin, meinte sie so, ah, ich kenne sie. Sie haben mich damals aus dem Aufwachraum abgeholt und das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz süße Maus. Auf jeden Fall war die vor 2 Jahren mit einem Autounfall schon bei uns und deswegen wird sie jetzt auch immer wieder operiert, weil sie noch einige Folgen von dem Autounfall mitgenommen hat. Aber schaut einfach mal, da ist einfach ein CT gelaufen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, aber da war sie einfach noch schwanger. Und bevor sich jetzt einige denken, aber man sollte ja kein CT bei einer Schwangeren machen, da habt ihr absolut recht, aber wenn es notfallmäßig ist und es schnell gehen muss, dann geht immer Mutter vor Kind. Aber die kleine Maus ist jetzt auch tatsächlich schon auf der Welt und gesund und wird jetzt bald 2 Jahre alt. Das war jetzt gerade in der 23. Woche. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, ich finde es so beeindruckend irgendwie, weil klar, man kennt halt so Ultraschallbilder, aber das auf so einem CT nochmal zu sehen, generell auch die Organe zu sehen, ich finde das so interessant und ich, also, oder? Naja, auf jeden Fall war meine Nacht sehr, sehr ruhig. Und ich gehe jetzt schlafen. Ich mache mich jetzt ready und dann geht's schlafen. Und Felix kommt nachher wieder. Da freue ich mich sehr. Der war jetzt gerade in Hamburg und hat bei seiner Schwester beim Umzug geholfen. Und der kommt nachher wieder, wenn ich aufwache. Also, good night. Ich gehe mit auf zum Pilates. Tschüss. Mittwochabend um 9. Ja. Lass dir deinen Burger schmecken. Den habe ich schon mal vergessen. Let's go. Weißt du was? Es gibt manchmal einfach nichts Besseres als eine eiskalte Cola. Habe ich mir jetzt gemacht. Und irgendwie bin ich schon richtig in so einem Herbstoutfit. Aber es ist heute irgendwie relativ frisch. Eigentlich hätte ich tatsächlich gestern meine letzte Nacht gehabt, aber ich springe tatsächlich heute nochmal ein, mache nochmal einen Nachtdienst und habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Ich trinke gerade so einen richtig leckeren Protein-Smoothie und Felix ist so nett und geht jetzt mit mir noch eine Runde shooten und ja, ich muss nachher unbedingt Thema aufräumen, weil ich habe einfach heute so viele To-Dos auf der Liste, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass ich heute jetzt nochmal einen Nachtdienst mache. Aber so ist es manchmal und heute habe ich tatsächlich mit Maggie, weil Maggie macht auch noch mal einen Nachtdienst. Und ja, da freue ich mich so richtig drauf. Ich nehme euch dann auch auf jeden Fall heute mit. So, statt Frühstück gibt es jetzt schon direkt Abendessen. Das ist praktisch mein Frühstück. Und wir haben heute mit HelloFresh gekocht. Und wie lecker sieht das einfach aus. Ich freue mich da richtig drauf. Und nebenbei gucke ich noch ein bisschen Modern Family. So, Friends, ich gehe jetzt Maggie abholen. Und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen zerschallert irgendwie noch. Deswegen gibt es jetzt erstmal was zu wach werden. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Ich sag's euch, es ist immer ein so komisches Gefühl, finde ich, wenn man einspringt und wenn man manchmal sich so denkt, also gerade so kurzfristig einspringen, das ist dann immer so, irgendwie ist mein Körper zu Hause und macht das, was ich mir vorgenommen habe, aber mein Geist muss zur Arbeit gehen. Oder andersrum. Naja, wie auch immer, ich fahre jetzt erstmal los, hol Maggie ab und dann geht's zum letzten Nachtdienst. Und ich muss auch eine Sache sagen, ich habe eigentlich am Mittwoch Frühdienst gehabt und meine Leitung, also meine stellvertretende Leitung, die war so deep und hat mir jetzt meinen Frühdienst rausgenommen, dass ich nicht nur praktisch diesen Ausschlaftag frei habe, sondern noch einen weiteren Tag frei habe. Und das heißt, ich gehe erst am Donnerstag wieder in den Frühdienst. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass das so geht. Und ja, let's go. Jetzt wird erstmal richtig gute Musik hier angemacht. Und let's go. There she is. Bist du ready für den Nachtdienst? Für den letzten Nachtdienst. Warte, du, ist es dein 6. heute? Mein 7. Nein, ich dachte irgendwie, du hattest nur, vor allem, ich dachte, du hattest nur 6. Maggie hat heute Summer Ride gemacht. Ja. Richtig geil, darauf freue ich mich.
Heute sind wir ganz alleine und wir sind auch sehr gespannt, denn es waren 7 OPs. Gucken wir mal, wie es dem Spätdienst geht, wa? Ja, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Aber ich freue mich, dass wir zusammen sind. Ich freue mich auch. Ich freue mich immer, wenn ich mit dir Dienst habe, egal welcher Dienst. Oh, ich mich auch. Ja. Aber wie so ein Pärchen nach mit Zielern. Immer. Aber eigentlich sind wir ja Schwestern. So ein neues Level von Freundschaft, wenn Leute fragen, ob wir Geschwister sind. Ja, stimmt. Oder? So, let's go. Girl Dinner! Oh, die Teller sind ein bisschen zu klein. Oh, das sieht aber auch ein bisschen sehr geil aus, muss ich ja wirklich sagen. Good job. Das ist vorbereitet. Yum, yum. Friends, ich bin müde. Freue mich jetzt richtig auf mein Bett. Der Dienst war sehr, sehr schön und nicht allzu anstrengend. Aber ich freue mich jetzt trotzdem auf mein Bett und auf mein Frei. Also ich habe zwar nur jetzt heute und morgen frei. Donnerstag geht schon wieder zum Frühdienst. Aber frei ist frei. Jesus. Am I alive? I don't know. Warte, es ist 5.11 Uhr. Ich probiere seit 15 Minuten meine Augen aufzukriegen. Ich habe Frühdienst, aber bin noch im Nachtdienstrhythmus. Let's get ready for the day. Ich muss auch noch ein bisschen packen, weil es geht heute nach Stuttgart nach dem Dienst. Guten Morgen, Schwester Maggie. Wie geht es Ihnen? Wunderbar. Toll. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wir haben erstmal gerade richtig krass genappt. Ein Grund, warum wir wirklich einen Tag vorher hierher gekommen sind. Wir gehen jetzt ins Outlet. Und ich sag euch, ich wollte da schon immer mal hin, denn es gibt da halt einfach so richtig, richtig coole Geschäfte und ich bin einfach so excited. Aber ich lasse euch jetzt hier im Auto. Look who's here. Erzähl mal, was machen wir morgen? Wir machen morgen eine crazy Medfluencer Party. Die erste Medfluencer Party überhaupt weltweit. Und es wird so crazy werden. Doch, es ist die erste, das ist Edition Number One, ey. In 10 Jahren wird man davon sprechen, diese größte Medfluencer Party. In 10 Jahren wird es so big sein und jetzt ist es so klein und alle werden sich denken, oh mein Gott, wie hat das Ganze mal gestartet? Und das Ganze hat hier und jetzt gestartet. Und zwar jetzt machen wir eine Poolparty. Das wird richtig cool, glaube ich. Und wir haben und richtig jetzt coole Sachen dafür geholt und jetzt gehen wir einkaufen. Ich habe eine Einkaufsliste. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir den Blog und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf morgen. Wir nehmen euch mit. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt wieder nächste Woche. Deswegen, bis nächste Woche. Bye. Bye.